Ja, besten Dank nochmal für die Einladung an die Tagungsleitung, ans Institut hier in Linz. Was ich jetzt versuche im Folgenden knüpft etwas an. Wenn man also ich kenne Horst Müller aus unterschiedlichen Kontexten und Diskussionen und die Frage, wenn ich aus so einer doch eher traditionellen Mikroökonomie, aus einem traditionellen Mikroökonomiestudium rankomme, die Frage, wie kann man denn sowas als Ökonom heute denn, was kann man denn dazu sagen? Und bei mir war es in meinem Studium zwischen Politik und Wirtschaft immer die Frage, wie kriege ich denn so eine Frage von Machtverhältnissen, von, wenn man es jetzt groß formuliert, ungleichen Tausch, was ist denn überhaupt wert? Wie kann ich denn das heute in der orthodoxen Ökonomik denken? Das war so mein großes Problem. Und der Versuch in meiner Doktorarbeit war dann zu sagen, okay, wie kann ich mir denn Macht als Ökonom vorstellen? Wie kriege ich denn das also um es ganz hart zu formulieren, ins Modell hinein? Was ist die Kurve für Machtverhältnisse? Und aus diesem Kontext heraus habe ich jetzt hier diesen Beitrag gemacht über zwei Begriffe. Wie kann ich denn Macht und Sprache in der Mikroökonomik denken? Das so einerseits die Ergebnisse meiner Doktorarbeit kurz rekursiv vorstellt und auf der anderen Seite so einen Ausblick aufmacht, was das für eine Gesellschaftsanalyse bedeutet oder wie man das dann zu einer gesamtgesellschaftlichen Analyse ausbauen könnte. So, dann ganz kurz zu meiner Person. Ich bin aktuell gerade dabei, meine Doktorarbeit das letzte Mal zu überarbeiten und im Dezember jetzt dann einzureichen zum Thema politische Macht transnationaler Unternehmen in der ökonomischen Theorie der internationalen politischen Ökonomie. Also ein Versuch mit Amartya Sen die politische Macht von Unternehmen auf internationale Politik zu denken. Also eine politökonomische Interpretation des Capability-Ansatzes. Das stelle ich später gleich nochmal vor. Ich bin aktuell wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Christoph Scherrer in der internationalen politischen Ökonomie in Kassel. Und wir haben bei uns in Kassel an der Universität auch, wir sind der erste Standort der Global Labour University, das interessiert vielleicht hier auch die Leute die aus dem Gewerkschaftshintergrund hier sind, wo wir versuchen, einen Masterstudiengang für Gewerkschaftsfunktionäre zu haben, international, um dort auch ein Gegenstück zum MBA zu setzen. Ja, also man stellt ja schon fest, dass das Wissen unterschiedlich verteilt ist zwischen den Akteuren am Arbeitsmarkt und dass man da einfach den Leuten einfach nochmal analytische Fähigkeiten und Zugang zur Hochschulbildung auch nochmal eröffnet für Gewerkschaftsthemen und kritische Gewerkschaftsstudien. Das Dritte, was so bei mir dann in meinem Studium aus diesem Widerspruch zwischen Politik, Sozialwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften entstand, war die Frage, ja, warum ist denn die Volkswirtschaftslehre denn so begrenzt? Und die Kritik, die daraus entstand, war dann der Arbeitskreis postautistische Ökonomik oder Ökonomie, der ja dann eine Studieninitiative aus Frankreich war, die gesagt haben, was wir hier erleben, ist eine mathematische Traumwelt und wir finden das einfach zu eng. Es geht um Mathe und mathematische Teilprobleme. Und dann haben wir hier in Deutschland einen Arbeitskreis gegründet, der zwar klein und fein ist, aber doch dann auch Thesen formuliert. Und eine These ist, der VWL fehlt die Kategorie Macht. Und wir haben eigentlich relativ zu Sprache und Diskursen können wir relativ wenig sagen. Gibt es eine Webseite, picon.de, kann man dann da dort alles nachlesen. Das Buch von uns liegt auch unten aus. Und das Vierte, man kommt ja dann aus so einem politischen Kontext dann irgendwo heraus. Also bei mir, ich bin Vorstandsmitglied bei Lobby Control. Das ist dann vielleicht auch die Brücke, warum ich denn meine theoretische Arbeit so empirisch fokussiere, ist, wir versuchen halt die Gefährdung der Demokratie durch undemokratische Lobbypraktiken und Machtverhältnissen in der Bundesrepublik in Europa dagegen anzugehen. Also das ist, was Lobby Control macht, kann man auch im Netz nachlesen. Das zu meiner Person in Kürze. Jetzt will ich im Folgenden vier Schritte versuchen und habe dann den Punkt, decent work, menschenwürdige Arbeit, den ich nur im Abstract versucht habe einzubauen, jetzt weggelassen, um die Zeit ein bisschen mehr zu nutzen, um die theoretischen Argumente zu zeigen. Ich will erstmal nochmal das knüpft jetzt an Horst Müller, nochmal zu zeigen, in welchem Kapitalismus wir denn heute leben. Und dann das Problem, wie kann ich denn als Volkswirt denn darauf reagieren? Wie kann ich denn das erklären? Und mein erster Ansatz, so ein erster Schritt, so eine Analyse, das irgendwie zu verstehen, war für mich, was ich jetzt Powerabilities nenne. Also den Capability-Ansatz, diese Handlungsmöglichkeiten mal zu denken. Was hilft mir das? Also ein wohlfahrtstheoretisches Konzept oder ein entwicklungsökonomisches Konzept, um politische Ökonomie zu verstehen. Ja, ich zeige das mal. Ich finde das immer, das war für mich sehr erleuchtend und hilfreich, um zu verstehen und aus diesem engen Korsett der reinen Mikroökonomik auszubrechen und da weiterzugehen. Also wie kommt man denn aus der Mikroökonomik, aus der orthodoxen raus und werde dann im nächsten Schritt zeigen, wie man das für eine gesamtgesellschaftliche Analyse ausbauen müsste und wie ich das dann weiterdenke. Und dann kommt dann auch Sprache. Und dann gibt es ein paar Folgerungen. So, Kapitalismus. Was ist denn die Herausforderung?
Man kann, da gibt es so nette Cartoons, Wage Slavery or Starvation, Fragezeichen, that's not a choice, that's a threat. Also ist der Kapitalismus dadurch oft dadurch bedingt, dass man eigentlich sehr ungleiche Tauschmöglichkeiten hat. Ein gewisses, wie es Winfried Vogt damals sagt, in der kritischen Neoklassik, ja, ist nicht eigentlich das Preissystem Machtverhältnis. Der Markt tritt uns gegenüber und diktiert uns, wie wir uns zu verhalten haben, also welche Tauschmöglichkeiten wir in welchen Relationen haben. Ja, kann man so denken. Und will ich jetzt ein paar Punkten aufmachen. Das eine ist die Krise der Ökonomik in der Finanzkrise, also was Finanzialisierung ja ist, also die Dominanz des Finanzkapitals und Finanzmärkte, das zu verschiedenen Debatten führte. Ja, das eine war ja dieser Dynamite Price, wo aus der poststatistischen Ökonomik heraus formuliert wurde, gibt es denn, wer sind denn eigentlich die Schuldigen in der ökonomischen Disziplin an der Krise? Da wurden dann drei Leute dann bestimmt durch das öffentliche Votum, Alan Greenspan, Milton Friedman und Larry Summers, als die, die man als Hauptschuldigen, es gibt ja auch von Alan Greenspan so eine Aussage, dass er sich ja verwundert ist, er hat ja doch geglaubt, dass Finanzmärkte funktionieren und hat doch jetzt erfahren durch die Krise, dass es doch nicht so ist. Und was auch noch sehr, sehr breit diskutiert wurde in der Öffentlichkeit, war der Artikel von Paul Krugman in der New York Times, wo er sagte, dass ja eigentlich die mathematischen Modelle und wir als Ökonomen mit Schuld sind an der Krise. An der Finanz- der Subprime-Krise, dass eigentlich unsere mathematischen Modelle gezeigt haben, dass Finanzmärkte funktionieren und wir eigentlich damit der Gesellschaft einen Bärendienst geleistet haben. Also eine Mitverantwortung der Ökonomen. Da gab es ja eine breite Kritik. Aber das ist ja nicht neu, diese Kritik an der Ökonomik. Es gibt ja ein Brief auch von Nobelpreisträger in American Economic Review, also dem Top-Journal in der VWL aus den 90er Jahren, wo es heißt, wir wollen eine rigorose und plurale Ökonomik, wo dann auch Leute wie Paul Samuelson drunter stehen und Bruno Frey. Ja, also es ist dann nicht nur, wo man sagt, ja, immer diese heterodoxen alternativen Ökonomen, die beschweren sich immer. Nee, es gibt da eine Reflexion auch selber in der orthodoxen, im Mainstream. Und was wir halt dann immer dann formulieren, ist ein Pluralismus, der dann noch heißt, es sollen alle Meinungen vorkommen, sondern es sollen alle Lehrmeinungen eine Fähigkeit haben, auch zu forschen und wissenschaftlich arbeiten zu können. Es nützt ja nichts, wenn irgendwo ein marxistischer Ökonom sitzt und der keinen Diskursraum hat, sondern man bräuchte eigentlich einen wirklichen Austausch der unterschiedlichen Ansätze in der Ökonomik, in der Volkswirtschaft, Wissenschaft. Also aktuell habe ich gerade so eine Anfrage auf dem Tisch, ob man nicht mal nachdenken müsste, wie müsste denn eigentlich politische Intervention ausschauen im Raum der Ökonomik, um eine plurale Ökonomik sicherzustellen. Aber da bin ich jetzt noch am Ansatz und kann mal gern später auf mich zukommen. Das ist also die der Finanzmarkt und die Krise der Ökonomik darin. Das Zweite, was mir für immer so ein Problem ist, wie ich denn als Ökonom mit diesen globalen Ungerechtigkeiten umgehe. Ja, ich will jetzt gar nicht groß sagen, was ist denn Gerechtigkeit, aber was, glaube ich, viele Leute dann schon besorgniserregend stimmt oder vielleicht unter Ökonomen auf so einem rein persönlichen Meinung relativ schneller zustimmen kommt, dass man schon feststellt, Globalisierung, ich würde den Begriff erstmal als kapitalistische Weltmarktgesellschaft grob fassen, stellt man fest, wir erreichen die Millennium Development Goals nicht, also das, was sie die G8, die UN vornimmt, um die schlimmsten Auswüchse globaler Armut zu bekämpfen, ist weit weg, das zu erreichen. Wir erleben unterschiedliche Serien von Armut, also die Zunahme von Armut bei uns, in den OECD-Ländern, in den Entwicklungsländern, der weltweite Hunger und, oder Genderdiskriminierung, sind ja alles so Phänomene, die weiterhin existieren oder sie teilweise auch noch verschärfen. Das Dritte, wir haben diese, was jetzt immer als Neoliberalismus tituliert, was ich so als Ideologie der Marktradikalität bezeichne, ist, wir haben weiterhin nur so einen gewissen ideologischen Block, der einfach gewisse Umverteilungsdynamiken einfach begründet, warum sie so denn sein sollen. Es gäbe ja Alternativentwürfe von John Rawls oder Amartya Sen dazu. Das andere, was aktuell entsteht, was auch ein großes Problem für die ökonomische Theorie danach ist, ist die Frage nach einer Postwachstumstheorie. Es liegt ja unten der Sammelband aus zu Postwachstumsgesellschaft, wo die Frage ist ja, Wachstum ist ja, also es gibt ja diesen Begriff Grenzen des Wachstums, ist ja, finde ich, immer schwierig, aber es gibt ja schon das Problem aus der ökologischen Ökonomik heraus, zu sagen, wir haben ja eigentlich die Input-Möglichkeiten dieses Planeten überstiegen. Wir können eigentlich die Industrieproduktion in der Form nicht mehr weiterführen im Rahmen der aktuellen, und wir müssen eigentlich einen Ausweg finden. Und dann, das letzte ist dann so Gouvernementalität, wie sich ökonomische Rationalität gesellschaftlich durchsetzt. Also das mal so als Problem, als Bild hier daneben, das ich jetzt versucht habe, das mal bildlich zu fassen, ist ja, das ist das Bild aus Nigeria, wo die Kinder dann den Erdölabbau von Shell gegenüberschätzen. Also wo sie das dann also konkretisiert, globale Produktion in Entwicklung globaler Armutsstrukturen. Und das ist natürlich nicht nur einfach der Tausch und der freie Vergleich von Pareto-Effizienz oder Heckscher-Ohlin.
Und dann gibt es natürlich ich habe es mal kritische Kritik genannt, weil es nicht nur Kritik ist, sondern kommt aus einer kritischen Tradition heraus von verschiedenen Leuten, die sagen, was wir hier erleben, ist eine machtdurchsetzte ökonomische Tauschbeziehung, die zu Mehrwertproduktion führt. Ich habe da immer Probleme, was ist denn eigentlich wirklich, wie bestimmt man denn den Mehrwert, wie kann ich denn das rechnen, was ist denn überhaupt wert für mich, als jetzt, wenn ich sage, aus so einer sehr traditionellen Ökonomik kommt. Aber es sind ja viele Argumente, die da kommen. Ich will jetzt gar nicht groß nochmal erweitern, aber vielleicht bloß kurz durchgehen. Es gibt da den Begriff der Radical Economics. Dann gibt es im anderen Teil ja so eine neomarxistische Debatte, wo ja einerseits die Regulationstheorie schon vorgestellt wurde. Heute war ein kurzer Blick auf die Weltsystemtheorie oder einen analytischen Marxismus. Es gibt ja unterschiedliche Spielarten, wie versucht wird, das für Analyse fruchtbar zu machen oder dann hin zum Postmarxismus mit Foucault oder Laclau-Mouffe. Also gibt es ja unterschiedliche Versuche, so eine kritische Tradition zu analysieren, was unsere heutige Gesellschaft tut. Und dann war für mich die Frage, was mache ich denn jetzt als in so einer orthodoxen ökonomischen Debatte, wie kann ich denn das analysieren? Ja, und dann bin ich gesagt, okay, dann muss ich doch mir über Machtverhältnisse klar werden. Und dann war das war ein Dissertationsprojekt und führte dann mich in diese drei Graphen hinein. Also das mittlere kennt vermutlich die meisten, das große Kreuz, das heilige Kreuz der Ökonomik von Angebot und Nachfrage. Und wir kennen da Machtverhältnisse, Monopol, Situation, Marktmacht, Verhältnisse. Wenn wir dann aber einen Schritt weiter und tiefer hineingehen in die Mikroökonomik, kommt man dann zu Edgeworth. Ja, oder kommt man in das bilaterale Monopol, das man dann mit Nash zum Beispiel auflösen kann. Dann gibt es dann irgendwie Verhandlungsmacht und alles ist wieder gelöst. Geht man aber ein bisschen tiefer in die Debatte rein vom Verein zur Sozialpolitik in die 70er Jahre. Gibt es ja den großen Tagungsband im Stile von Böhm-Bawerk, Macht und ökonomisches Gesetz. War ja vor 2 Jahren eine Tagung vom Arbeitskreis Politische Ökonomie und auch die Leute in Tutzing haben sich nochmal unterhalten, wie wir denn Machtverhältnisse denken können. Und was für mich immer spannend war in der Arbeit, zurückging zu Wolfgang Stützel, wo dann plötzlich auftaucht aus den 50er Jahren die Frage, wenn ich die Annahme der unendlichen Akteure, also man schließt ja das Problem, wenn sich zwei Akteure tauschen, ich habe keinen Preis, sagt man, okay, wenn ich mehr Akteure hinzunehme, komme ich irgendwann zum Preis und der Preisvektor definiert das Tauschverhältnis. Ja, was ist aber der Punkt, den wir offiziell ja haben? Wir haben ja nicht unendliche Menschen auf diesem Planeten. Also nach 6 Milliarden ist ja Schluss. Ja, das ist natürlich schon eine große Anzahl, aber wie viele sind im Tausch beteiligt und wie stark wird denn dann eigentlich? Es bleibt ja immer so ein gewisser Restraum von Verhandlungsraum übrig. Also die Preise sind nicht hundertprozentig bestimmt durch den Marktpreis. Also besteht ja immer ein gewisser Verhandlungsraum. Das ist so der Einstieg von Wolfgang Stützel, um Machtverhältnisse zu denken. Ich fand das erstmal immer einen spannenden Punkt aus der Edgeworth-Box heraus, war aber immer dann für mich das Problem, ich brauche immer diese Nutzenfunktionen. Ja, und dann bin ich zu Amartya Sen gegangen, ja, bei Amartya Sen gibt es eine Diskussion um Freiheit. Ja, Freiheit, was können die Menschen tun in der Erreichung ihrer Lebensziele? Als Definition von Entwicklung oder um Wohlfahrtsanalysen zu machen. Also wie gut geht es den Menschen, was ist Armut? Und das Konzept ist bei Amartya Sen erstmal einfach. Was man erstmal sieht, es gibt anstatt von Gütern stehen dort Capabilities. Capabilities sind Sein oder Tun oder Konsumperspektiven, die Leute wollen. Also sowas wie Bildung, wie Gesundheit, also Lebenserwartung oder Gesundheitsversorgung, Ernährung. Ja, also man geht also weg von den Gütern und transformiert das dann über in Handlungsmöglichkeiten, in Lebensziele. Und dann entspannt sich damit ein Raum auf, was Leute auswählen können. Das ist natürlich auch nochmal relativ klassisch. Kann man sagen, okay, das haben wir doch in der Mikroökonomik auch einen gewissen Ansatzpunkt. Aber ich bin halt im Endeffekt sofort schon mal weg von dieser Nutzenbetrachtung. Das, was ich erstmal sehr, sehr spannend fand und dann versucht habe anzuwenden. Wie ich dann versucht, Macht zu definieren in dieser Debatte von Amartya Sen war, Macht ist die Möglichkeit zur Reduktion von Handlungsmöglichkeiten. Also die Handlungsmöglichkeiten ist ja dieser Raum, diese schwarze Kurve hier links unten, das sind die Handlungsmöglichkeiten. Welche Ziele kann der Akteur B denn erreichen? Was ist seine Freiheit zu handeln? Und Macht ist dann, hier habe ich jetzt versucht zu definieren, die Reduktion dieses Raumes. Wie wird denn der Akteur eingegrenzt in seinen Handlungsmöglichkeiten? Das nimmt natürlich jetzt Foucault und so weiter noch nicht auf, aber da komme ich später dazu. Und in diesem Raum kann er dann in seiner verbliebenen Handlungsfreiheit auswählen. Jetzt kann man da nochmal formal darstellen, als ein Handlungsraum bevor mit Q, der sich dann reduziert zu P, was dann also der Post-Power-Möglichkeitsraum ist, und Psi ist dann dieser Machtvektor, den man dann nochmal beziehen kann, auf welche absoluten relativen Größen und welche Kosten in der Machtausübung verbunden sind. Also man kann das dann auch formal transformieren und in den Capability-Ansatz denn so dann mit einer neuen Variable einbauen.
wie schaut es dann aus? Ich habe dann im Endeffekt festgestellt, ich muss hier diese Externalität zwischen den Handlungsmöglichkeitsräumen definieren. Also Amartya Sen schreibt in seiner Theorie, ja, es gibt ja schon sowas wie Machtverhältnisse, führt es aber nie irgendwie konkret aus. Und der ganze Debatte innerhalb der Capability Community ist da relativ bisher sehr begrenzt. Ich habe es erst vor ein paar Wochen einen Kollegen gefunden, der auch sowas mal angedacht hat, aber es hat eigentlich noch nie jemand richtig da mal versucht, das weiter auszuformulieren. Was ist, wenn ich zwei Akteure habe, die eigentlich voneinander abhängig sind und sie wechselseitig beeinflussen können? Klassisch zum Beispiel in der Mikroökonomik wäre dann auch so bei Interessengruppen so Pressure Functions, man hat so eine Influence Function wie bei Gary Becker und hat dann irgendwie so ein Output. Das war mir alles relativ zu eng, weil ich immer diesen Nutzenbegriff brauchte. Und bei Sen ist ja das Schöne, er braucht ja diesen Nutzenbegriff nicht. Ja, klassisch aus der Mikroökonomik kennt man. Man hat hier links sein Vermögen, ja, und kommt dann ganz hinten rechts zu seinem Achievement, was man dann auswählt, was ich denn konsumiere als Güterbündel. Und Sen sagt, ja, ich schaue mir eigentlich nur die Handlungsmöglichkeiten an, die der Akteur hat und nimmt da einerseits diese Notwendigkeit der Nutzenfunktion weg und integriert aber durch die Teilschritte, die er dazwischen noch macht, weitere Informationen hinein. Also was hier unten als individuelle, soziale und Umwelttransformationsfaktoren steht. Also Kultur spielt eine Rolle, die Persönlichkeit des Akteurs spielt eine Rolle. Also nicht jedes Einkommen führt zur gleichen Realisierung von Lebenserwartung. Wenn Leute spezifische Krankheiten haben, ist der Einkommensbedarf einfach höher, um dieselbe Lebenserwartung zu erzielen, zum Beispiel. Und daraus ergibt sich jetzt im Endeffekt hier unten das klassische Capability-Modell von Sen. Ich habe also die Güter, die ich umwandle, dann in diese Capabilities, diese Zielfähigkeiten, die Leute erreichen wollen. Dann kommen gewisse Faktoren hinein, die dann diese Capabilities verändern. Kulturstandards, individuelle, gewisse soziale Faktoren. Und dann entscheidet der Akteur und hat dann ein gewisses Functioning, ein gewisses Zielerreichung. Wird zum Beispiel verwendet für den Human Development Index, für den Armutsbericht in der Bundesrepublik. Da findet er dann solche Konzepte in der Anwendung, in der Wohlfahrtstheorie, in der Armutsforschung oder in der Entwicklungstheorie. Was ich jetzt gemacht habe, gesagt, okay, man müsste doch eigentlich diese Capability-Transformation über diese Machteinflüsse nochmal aufbauen. Habe dann also eine Ante-Capability, Ante-Power-Capabilities und Post-Power-Capabilities gemacht und habe dann die Power-Abilities, wie also ein machtausübender Akteur A auf den machtunterworfenen B, denn diese Macht ausübt, eingeführt. Aber jetzt gerade immer zur Machtausübung, da bin ich jetzt relativ stark an so klassische Machtanalysen herangegangen, aus der Politikwissenschaft unter Bourdieu integriert, um das sozialtheoretisch sauber zu fundieren. Habe also Machtressourcen, die der Akteur A einsetzt, um Machtinstrumente zu entwickeln. Und da kann man sich jetzt vieles denken, also Vote Functions, Influence Functions, also verschiedene mikroökonomische Konzepte, die man kennt, und das dann einfach nochmal stärker mikroökonomisch fundieren, wenn man das will. Und dann habe ich gewisse Funktionen oder Machtinstrumente, die dann der A auf den B einsetzen kann, um damit denen seinen Handlungsraum zu verringern. Das ist halt relativ abstrakt gesprochen. Ein Beispiel. Ich habe jetzt mal klassisch zur Situation des Bahnfahrens des Wissenschaftlerin zu nach Linz auf die Tagung gewählt. Was würde das denn heißen? Also ich habe ein gewisses Einkommen, einen gewissen Radkilometer, das ermöglicht mir eine gewisse Reichweite an Reisekilometern. Und dann gibt es gewisse soziale oder Umweltfaktoren. Also wenn es schneit, reduziert es meine Reichweite. Oder wenn ich halt einfach gewisse Begrenzungen habe. Ja, dann komme ich eine gewisse Möglichkeit, wie weit kann ich bewegen? Komme ich mit meinen Möglichkeiten, mit meinem Einkommen nach Linz, ja oder nein? Und dann kann ich natürlich sagen, jetzt habe ich es mal relativ ein klassisches Beispiel, das man aus der Mikroökonomik ja gut analysieren kann, genommen und da mal reingeworfen. Ja, ich habe zum Beispiel, ich habe die Bahn und die Bahn will jetzt eine Preiserhöhung machen. Sie erhöht also den Preis und verändert damit natürlich meine Reichweite, wie weit ich komme. Sie reduziert damit meine Reisekilometer. Das ist natürlich jetzt nicht was groß Neues, aber ich habe natürlich hier schon mal unten viel verstärkt die verschiedenen Transformationsfunktion rein und dann so eine Auswahlfunktion. Man kann es jetzt auch, was ich dann gemacht habe, auf politische Kontexte erweitern. Ja, also was wäre denn das eigentlich, wenn ich jetzt von reinen Markttauschverhältnissen hingehe zu sozialen Interaktionsverhältnissen wie Machtverhältnissen in der Politik? Ich habe mir immer relativ stark die OECD-Verhandlungen zum Investitionsabkommen zum MAI angeschaut. Was man zum Beispiel feststellt, ich habe die OECD, die aufgrund ihres institutionellen Apparats gewisse Vertragsideen entwickeln kann und dann einfach aus diesem heraus eine gewisse Entscheidung trifft, wie Investitionen geregelt werden. Investition ist eine Verteilungsfrage, also wer hat zum Beispiel, wie stark können Unternehmen Schadenersatz von Gesellschaften fordern oder wie weit müssen Unternehmen Schadenersatz an Gesellschaften leisten. Das ist so eine Verteilungsfrage, die man da dahinter sehen kann bei Investitionsabkommen. Und dann kann ich natürlich sehen, dass, ich habe jetzt mal einen Fall rausgenommen, zu dem Agenda-Setting der Informationstransformation der Unternehmen, dass natürlich Unternehmen hergehen aufgrund des ökonomisch-kulturellen und sozialen Vermögens,
können die gewisse oder haben die in diesem Fall den MAI-Vertragsentwurf entwickelt und den in die Verhandlungen eingespeist und damit natürlich den Ideenraum der OECD dadurch beeinflusst, dass natürlich dann der Vertragsentwurf vom BIAC natürlich dann die Grundlage war der Diskussion in den MAI-Verhandlungen und damit natürlich den Entscheidungsrahmen der OECD verändert haben. Das wird so ein Beispiel, wie man denn sowas dann konkret auf empirische Analysen anwenden kann. Was natürlich dann dahinter steht, man muss dann diese Capabilities definieren. Ja, das macht Zen immer nur sehr wenig und sagt, das muss ja einen demokratischen Prozess rückbinden. Und da habe ich dann so eine Liste von 8 verschiedenen Capabilities, da kann ich dann später nochmal eingehen. Aber was für mich jetzt auch mal wichtig war, also wie kann ich Machtverhältnisse denken? Und das war für mich die Idee zu sagen, ich brauche Machtressourcen, ich brauche Machtinstrumente und ich brauche ja eine Veränderung der Freiheit des Machtunterworfenen. Also der Akteur hat immer nur eine Power to, er kann immer nur handeln. Ja, aber er wird durch die Power Over eines anderen Akteurs verändert. Und ich habe immer noch eine Anknüpfungsstelle zur Mikroökonomik. Das war für mich einfach das Spannende und die Leistung, die man eigentlich mit diesem Zen-Gedanken machen kann. Und jetzt kann man das natürlich rückbinden. Ja, das ist jetzt die untere Zeile. Ich habe damit also einfach Machtressourcen und Machtinstrumente entwickelt. Was ist aber das Problem? Also bisher habe ich ja im Endeffekt, wenn ich mir das dann rückwirke zu den Sozialwissenschaften, schaffe ich es damit natürlich das erste und zweite Gesicht der Macht. Ich kann Entscheidungen, also Entscheidungsveränderungen damit analysieren und ich kann die Veränderungen von Alternativen verändern. Ja, aber das, was dann eigentlich viel, viel weitergeht, also bis zu Foucault, komme ich natürlich ja nicht. Ich komme also nicht auf eine Veränderung der Rationalitätsfunktion des Akteurs, also wie er sich sein Selbst und das Objekt bestimmt. Und ich komme natürlich auch nicht in die Veränderung von Präferenzen hinein. Also wenn man jetzt mal versucht, Stephen Lukes ganz grob zu übersetzen in eine orthodoxe Mikroökonomik. Also da müsste man eigentlich noch weitergehen. Das sind natürlich Felder, die ich jetzt bei mir nicht machen konnte. Also das ist halt mal, was ich jetzt damit für mich schon mal leisten kann als Analyse, Punkt zur Machttheorie. Und jetzt kommt dann der dritte Schritt. Was hilft mir das bei einer Gesellschaftsanalyse? Also ich habe jetzt den kleinen Akteur in meinem wissenschaftlichen Turm da analysiert, aber was sagt mir das über die Gesamtgesellschaft aus? Also so eine zwei Akteure haben Machtverhältnisse ja relativ wenig. Es gibt ja relativ wenig Fälle, um damit eine Gesellschaft analysieren zu können. Es fehlt ja relativ viel. Und wenn man dann Gesellschaft mal aufmacht, landet man natürlich dann in so komplexen Strukturen, dass da verschiedene Teilelemente hintereinander irgendwie ganz merkwürdig interagieren und zusammenhängen, was wir in verschiedenen Punkten heute schon oder die Tage gesehen haben. Ich habe einerseits sowas wie ein Teil Wirtschaft, wo eine Güterproduktion läuft, die kapitalistisch strukturiert ist. Ich habe einen Gesellschaftsbereich, ich habe das jetzt mal Gesellschaft mal so ein Teilelement, man kann das als Gesamtgesellschaft bezeichnen, dann gibt es dann so einen Teilbereich, privates, zivile Gesellschaft oder wie man es auch nennen will, wo so die Idee ist des freien Lebens, die Assoziation der Freien, wo man natürlich so Elemente feststellt wie Verelendung und Entfremdung. Also eine Definition über Güter, eine Trennung des Sozialen. Dann im Bereich der Politik, dass sich wandelt zum Wettbewerbsstaat. Ich glaube, das trifft das, was nationalstaatliche Politik unter Globalisierungsbedingungen in gewissen Teilen bezeichnet. Ich habe im Kulturbereich sowas wie eine neoliberale Ideologie, die gewisse Vorstellungen von Werten und Normen definiert. Und dann gibt es noch andere Teilelemente wie Natur, Umwelt, Wissenschaft, Medien, Sport und Spiel und Religion. Also Gesellschaft ist ein schon relativ komplexes Interaktionselement verschiedener Elemente. Das ist natürlich jetzt sehr strukturalistisch gedacht, aber das ist ja bei mir nicht drin in meiner mikroökonomischen Zwei-Akteursperspektive von Machtverhältnis. Das fehlt ja alles bei mir. Jetzt die Frage ist, sprich, ich muss die Institutionen irgendwie reinkriegen. Wie macht man denn das? Wenn ich Mikroökonom bin, brauche ich jetzt eine Institutionenökonomik. Und ich brauche ja noch was anderes. Ja, ich habe ja bisher nur mir über Machtverhältnisse Gedanken gemacht, wo ich gesagt habe, Macht ist eine Reduktion von Handlungsmöglichkeitsräumen. Ja, also ich habe einen Akteur, der jemand anderen etwas dem seinen Möglichkeitsraum reduziert. Es gibt aber den anderen Fall ja auch, dass Leute ja positiv aufeinander re reagieren. Ja, ich gebe irgendetwas, ich gebe Weihnachten, ja, Spendenaufrufe, ich tue ja was, um anderen etwas Gutes zu tun. Ich erweitere ja Möglichkeitsräume von anderen Akteuren. Das müsste man nur denken. Und es gibt natürlich schon noch was, den Raum, wo die klassische Neoklassik in der machtfreien, perfekten Marktinteraktion ja steht, auch noch was. Also sowas wie die unsichtbare Hand im perfekten Markt, wo die Preise definieren, wie die Tauschrelationen sind. Also genau diese Ausgangs Pfeil, der hier, den habe ich natürlich auch noch als Interaktion drin. Es ist nicht so, als würde ich damit die Mikroökonomik komplett überwinden wollen, nicht, aber es wird einfach die mikroökonomische Analyse erweitern. So, wie kriegt man jetzt Institutionen rein? Und da finde ich auf jeden Fall drei Ansätze sehr, sehr spannend. Also Jeffrey Hodgson wurde ja gestern vom Kollegen Birker schon erwähnt mit einer kritischen institutionellen Ökonomik, die sie
rückbezieht auf Veblen und die klassische historische Schule, aber dann auch nochmal ansetzt beim kritischen Realismus. Und da will ich ja nochmal ein Wort sagen. Das andere, was gestern schon aufgetaucht ist, was ich spannend finde, ist das, was Bob Jessop macht mit seinem Strategic Relational Approach, zu sagen, ich habe aus der Politikwissenschaft kommend sowas, ich sehe Akteure, ich sehe, die Akteure handeln in Strukturen, die Strukturen bedingen Akteure, aber die Akteure können auch Strukturen verändern. Ich habe da institutionelle Settings und ich habe da Diskurse. Ich habe also er jetzt in den letzten Jahren nochmal mit so einem Großforschungsprojekt nochmal weiter denkt in seinem Ansatz. Und das andere, was ich spannend finde, was glaube ich noch relativ wenig beachtet wird, ist Eleanor Ostroms Ansatz in der Institutionenökonomik. Obwohl es relativ orthodoxe Institutionenökonomik ist, tauchen da so Begriffe auf wie the Grammar of Institutions. Also da kommt plötzlich ein Diskursbegriff rein, da kommt plötzlich ein Komplexitätsbegriff rein, der eigentlich das Denken über Institutionen massiv ausweitet. Und dann habe ich eigentlich, glaube ich, schon nochmal einen anderen Blick zu sehen, die Akteure sind ja gesettelt in so einem strukturellen Raum. Also bei Bourdieu, diese Verteilung der Kapitalien spannt ja ein Verhältnis der Akteure auf und hat damit ja eigentlich schon institutionellen Struktur drin. Und das könnte man dann eigentlich mit solchen Theorien noch viel stärker denken. Das führt aber natürlich, sage ich, zu zwei Punkten und damit will ich dann erschließen. Das eine ist, man kommt natürlich in so eine hyperkomplexe Struktur dann hinein. Also Regulationstheorie ist ja schon komplex, ja. Dann gibt es ja Leute, die sagen, okay, wir haben eine Regulationstheorie da oben, dann müssen wir nur die Cultural Political Economy, die Politik abdecken, damit wir das andere sauber hinkriegen mit den kulturellen Rahmen. Und dann brauchen wir vielleicht noch sowas wie Netzwerktheorie, weil wir haben ja Akteure, die handeln irgendwie. Das ist die Frage, ist man das dann irgendwann zu komplex? Also die einfache Analyse wird es dann nicht mehr. Ja, finde ich aber, es hängt natürlich von der Fragestellung ab, was man analysieren will. Ja, wenn ich meine zwei Akteure in der OECD habe, dann langt mir mein Zen-Modell. Ja, wenn ich natürlich sage, eine gesamtgesellschaftliche Analyse, dann wird es natürlich schwierig. Da muss man fragen, wo fokussiert man, aber man kann das dann schon, finde ich, eklektisch relativ weit ausbauen, um relativ viele Elemente reinzudenken. Und ja, das lasse ich jetzt mal weg. Mein Problem war immer das Problem mit dem Konstruktivismus. Ja, das ist in der VWL ja nicht mehr kein Problem, weil wir haben ja keine Sprache. Ja, also die Ökonomen analysieren ja keine diskursiven Effekte. Der Homo economicus kann ja nur nicht sprechen. Es gibt ja nur den Austausch von Informationszuständen. Das ist ja das Schöne in der Ökonomik. Aber was ich spannend fand und immer zum Denken hilfreich war, um aus diesem pragmatischen Positivismus der Neoklassik auszubrechen, oder was eine große Kritik in der Poststatistik ist, ist der kritische Realismus. Ich weiß nicht, wie weit das hier bekannt ist, deswegen will ich ganz kurz nur diese drei Zentralbegriffe aufmachen. Also geht halt auf Bob Jessop, nicht auf Bob Jessop, sondern auf Roy Besker zurück, geht dann über Margaret Archer in die Soziologie rein und relativ stark durch Tony Lawson in Cambridge dann in die VWL. Und Geoffrey Hodgson bezieht sich auch sehr stark dahin. Also Bob Jessop wendet es ja massiv an, um seine Theorie zu begründen. Ich habe das jetzt mal, das ist nicht ganz richtig, das ist ein bisschen vielleicht ganz krude, dann mal versucht, das an einem Beispiel zu machen. Es gibt drei Ebenen. Es gibt das Empirische, das Aktuelle und das Reale. Also der Versuch ist, die sagen, es gibt immer noch reale Mechanismen, die die Welt bestimmen. Es gibt Gesetzmäßigkeiten, die man erkennen könnte, aber in der Realität realisieren sich diese allgemeinen Gesetzmäßigkeiten nur in empirischen Realisierungen dieser Gesetze. Ja, und also ich kann also nie komplett die Realität sehen, weil die hinterliegenden Gesetze gesellschaftlicher Reproduktion eigentlich sich nur durch Einzelsituationen mir zeigen. Also eine Kritik an dem, was ich erkennen kann, aber zu sagen, es gibt Gesetzmäßigkeiten, die Gesellschaft bewegen. Also ich komme nicht hin bis zu diesem Real Mechanisms, aber ich kann doch über die empirischen Beobachtungen, die sehr vielschichtig sein können, doch was sehen. Also ich kann mir am Arbeitsmarkt Daten ansehen. Ich leite dann zum Beispiel so ein Gesetz von Arbeitsmarktökonomik ab, das aber natürlich nur ein Teil ist, weil die hinterliegenden Gesetzmäßigkeiten viel, viel weitergehend sind, wie zum Beispiel Mehrwertproduktion oder kapitalistische Arbeitsmarktverhältnisse. Um mal so, was das dann so eine Perspektive schafft. Also ich fand es immer relativ fruchtbar, aber wenn man sich natürlich so eine dritte Ebene damit einhandelt und so ein Begriffsapparat. Aber das bricht natürlich mit so einer positivistischen Ökonometrie. Also es gibt ja schon Ansätze, wie kann ich kritischen Realismus dann ökonometrisch dann anwenden. Ja, und jetzt der letzte Punkt, was ist dann Sprache? Das habe ich als Ökonom auch nicht drin. Und das öffnet sich natürlich auch, finde ich. Wenn ich sage, ich habe den sozialen Raum und den Tausch von A und B und ich habe sowas wie ein symbolisches Kapital, dann habe ich doch ja eigentlich, was auch Bourdieu bereits sprachlichen Tausch nennt, ja einen Versuch, wo es Akteure gewisse Sprachkonstrukte verwenden, um damit gewisse Bedeutungen zu erzeugen, einen gewissen Konsens zu erzeugen, eine gewisse Verständigung. Die Ware, das Produkt, geht mir doch eigentlich nicht so gegenüber, sonst gibt es sowas wie Verkaufsgespräche. Es gibt so einen Versuch, warum heißt denn das Auto so, wie es heißt? Warum heißt es nicht einfach Auto A, B oder C? Also es gibt ja schon einen Versuch, Produkte durch Namen und durch Relation von Produkten gewisse Bedeutungsstrukturen und Wertstrukturen zu erzeugen. Und das könnte man auch einnehmen, wenn man nicht einfach mal sagt,
das Produkt und der Wert ist doch eigentlich auch nochmal ein sozialer Prozess von Rangordnungen, von Konstruktionen. Also ich finde, das mit Bourdieu ist es bei mir schon angedeutet, dass man das mal weiterdenken kann. Und es gibt da so eine kleine Diskussion von ein paar Leuten wie Hermann Pillert, Birger Prittert, Searle hat einen Aufschlag im Journal of Institutional Economics geschrieben, von Jeffrey Hodgson, wo es dann auftaucht, oder bei Beate Mendel. Da gibt es ja verschiedene, aber es ist immer noch eigentlich ein Unding, dass wir als Ökonomen eigentlich relativ wenig sagen können, was eigentlich Sprache ist und wann Menschen am Markt über Produkte reden, was da eigentlich gerade passiert. Das ist ja mehr als nur Informationsaustausch. Oder Reduktion von Informationsasymmetrien, Informationsproblemen. Ja, Ja, und das ist, finde ich, ist halt eine Leerstelle. Also wir können eigentlich nicht so wirklich sagen, oder wenn wir Diskurse analysieren, macht ja bei uns bisher. Also ich kenne da so gut wie niemanden, der sowas macht. Gut, das heißt, es gibt da Begriffe, die einfach dann mal führen, Produkte Art zu verstehen. Wäre jetzt mal so ein ganz einfacher Ausblick. Was ist dann die Perspektive so einer Machtanalyse? So David gegen Goliath, der Starke, Goliath gegen den Schwachen. David, was heißt es denn? Ja, ich finde, mir hat dann, ich mache jetzt einfach nur diese drei Punkte dann als Abschluss. Also ich finde, man kann zu Macht und Sprache was sagen. Das ist alles noch sehr kursorisch. Zu Macht habe ich jetzt schon mehr für mich an Antworten gefunden als zu Sprache. Man kann das denken. Und ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt, da weiterzukommen, um dann einfach diese Brücke zu so Fragen, wie Horst Müller aufwirft, einfach auch denken zu können in der Ökonomik. Oder wie kann ich denn Foucault als Mikroökonom denken? Und das andere ist, was ich immer sinnvoll fand, das ist ja nochmal eine Diskussion, ich finde kritischen Realismus da hilfreicher als jetzt Konstruktivismus oder postmoderne Ansätze, weil ich dann einfach für mich so ein normatives Element verliere und so ein, ich finde es bei Zen und bei anderen Leuten dann für mich fruchtbringender. Und es ist natürlich eine Skepsis heraus an so großen Erzählungen. Ich glaube, man kann bleibt weiterhin auf dieser postmodernen Kritik der großen Erzählung, aber man hat weiterhin halt schon eine Offenheit gegenüber gesellschaftlichen normativen Fragen, gewissen gesamtgesellschaftlichen Analysen. Man muss das nicht aufgeben, aber bleibt halt immer in so einer kontingenten, komplexen Welt natürlich damit, ja. Aber das ist, glaube ich, auch der Punkt. Wir können halt nur so mögliche Handlungsträume aufzeigen, ja, also eine gewisse Kontingenz. Aber das ist doch, glaube ich, wäre relativ viel an Leistung, um nicht nur die perfekte Gleichgewichtsmechanik zu haben. Damit besten Dank für die Aufmerksamkeit.